Zieht euch gut an, denn es geht weiter mit Schnuffels Magmarathon in Yoshi's Crafted World. So, anscheinend werden wir endlich mal wieder Schnuffel sehen. Juhu, wir haben ihn alle vermisst. Habe ich recht, Leute? Habe ich recht? Also, auf jeden Fall habe ich ihn vermisst. Und deshalb sehen wir ihn heute wieder. Schönen Ketchup alles hier. Da wollen wir aber nicht rein, glaube ich. Aber wir wollen das Ding abschießen, denn wir wollen ja hier wieder 100% sammeln. Letzte Folge haben wir ein wenig die Poochies gesammelt. Und was auch noch. Und heute machen wir andere Dinge. Und ich sehe gerade, die gehen nach unten. Und irgendwo ganz unten gibt es wahrscheinlich irgendwas versteckt. Das ist immer so in Nintendo-Spielen. Immer. Och, nicht ihr. Wie heißen die nochmal? Ich habe vergessen, wie die heißen. Aber man kann die nuckeln, wenn man die gegeneinander, gegen einen anderen Typen von dem mit einem Ei abschmeißt. So war das, glaube ich. So, den nehmen wir erstmal. Oder macht so. Aber ging das schon immer, dass man die einfach so killen konnte, wie jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass ich diesen Flatter haben will, der jetzt kommt. Dopp, zack. Und ich wusste, hier unten kommt irgendwas. Nice. Dum, 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 bam. Ich kenne halt Nintendo ganz gut. So, okay, die will ich noch aneinander schmeißen mit einem Ei, damit ich es euch zeigen kann. Ihr habt es gesehen. Die sind gestorben. Und hier unten irgendwas? Nee. Nee, nee, sieht glaube ich nicht so aus. Okay. Du, du. Aber das Level sieht cool aus. Oh Gott, ein Blark. Ich habe Angst vor dir. Bitte lass mich in Ruhe. Und hier ist ein unsichtbarer Flatter. Und wir kriegen hier ein paar tolle Sachen. Ich hoffe, die sind nicht auf Zeit, weil ich mag das nicht, wenn Dinge auf Zeit sind, weil da muss ich mich hetzen. Und hetzen ist nicht so ein gutes Ding. So, hier unten ist eins. Das ist ganz einfach. Einfach, zack. Ich glaube, da kommt wirklich jeder drauf. So. So, natürlich wieder Musik, die wir schon alle kennen. Aber immerhin ist es gute Musik und keine richtig schlechte Musik. Aber ich meine, Yoshi und schlechte Musik. Wo gibt's denn das? Also auf jeden Fall nicht da, wo ich lebe. Das kann ich euch sagen. Schnuffel! Pucci, komm her, Pucci. Schnuffel. Wir wollen die Schnuffel nennen, glaube ich, oder? Zack. Oh, guck mal da im Hintergrund. Wie cool. Warte. Schnüffel, warte mal kurz. Ich muss noch Secrets suchen, okay? Du musst auf mich warten. Ganz braver Junge, okay? Ganz braver Junge, bitte. Oh Gott. Nach da. Was ist das? Okay, Münzring mit Red Coins. Aber ich habe 9 Schatz 10. Das macht mir ein wenig Angst. So, Schnüffel. Schnüffel, du musst leider hier nach unten lang. Du musst hier unten lang. Schnüffel, Schnüffel. Oh Gott, danke. Danke, Mann. Schnuffel, du bist echt cool. Weißt du das eigentlich? Ich hoffe, du weißt das. So, und das erinnert mich vor allem gerade nach diesen ganz... Es gab irgendwo, glaube ich, so ein richtig schweres Schnuffel-Level im GBA oder so. Oder wo war das? Ich glaube, im GBA-Teil von Yoshi's Island, da gab es so ein Magma-Level mit Schnuffel, was richtig schwer war. Aber weiß nicht mehr genau. Ey, was soll das? Schnuffel, du sollst nach unten. Na, ja. Ja, genau. Dring. Und dann gibt es hier irgendwas? Ne, nur ein Ausgang. Okay. Und ich sehe schon im Hintergrund, da ist ein Geschenk, Leute. Nicht rumschreien. Ich hab's doch gesehen. So. Nice. Ich frage mich eigentlich, wie viel Prozent von allen Leuten, die Yoshi haben, das Spiel eigentlich tatsächlich 100% gemacht haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele waren. Und gut, dass hier jetzt so ein Plattform unten war, weil sonst wäre ich jetzt gestorben. Das wäre nicht so geil gewesen. Oder wäre ich gestorben? Ich weiß nicht, stirbt man bei Magma sofort? Ich will es nicht ausprobieren. Da so viel steht fest. Wie viel habe ich eigentlich? Ah, ich habe 3 Leben. Okay. Mit meinem Outfit hier, mit meinem Kostüm. Ich bin so eine Krabbe mit einer Palme drauf. Ist so cool. Ja, okay. Was gibt es hier? Ah, cool. Pucci, komm mal her. Schnuffel. Da-da-da-ding. Cool. Oh, ich dachte, das wäre eine Plattform dort. Okay. Schnell Checkpoint, damit wir die killen können. Nice. Okay, wir haben schon alle Leben. Cool, cool. Schnuffel, ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll, Bro. Ich guck mal, was ich für dich tun kann, ja? Okay, warte, hier kann man noch was abschießen. Das versuchen wir nochmal. Zack. Ah, 4 Münzen. Oh Gott, das war knapp. Der Sprung war sehr risky, oder? Was meint ihr? Okay, wir brauchen noch 2 rote Münzen und ich wusste, das wird passieren. Oh Gott. So, weg mit dir. Tschüss. Oh, ein Blark. Der sieht mich nicht. Doch, jetzt sieht er mich.
Okay, die brauchen irgendwie 3 Hits oder so, damit die sterben. Ungefähr. So, den jetzt nicht killen. Den müssen wir nämlich dahin schießen, damit wir dort alle Red Coins haben in diesem Level. Okay, wir brauchen nur noch zwei Blumen und wir dürfen uns nicht so oft treffen lassen. Oh Gott, Äpfel. Oh Gott, nein. Ich hasse die Äpfelmission. Komm, mach mein Kostüm einfach kaputt. Ist mir egal. Solange ich alle Äpfel bekomme, ist es mir egal. Okay. Wir dürfen uns jetzt nicht mehr treffen lassen. Nein, nein. Oh mein Gott. Holy. Oh nein. Egal, egal. Durch. Was machen wir? Weg mit dir. Nein. Nein. Ey, ey, Schnüffel. Schnüffel, was machst du da? Schnüffel. Verdammt. Ich habe irgendwas verpasst. Ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal zurück. Du bist ja lustig. Und das hält mich nicht auf. Oh Gott. Bitte war es das wert. Bitte war es das wert. Nein, das war es nicht wert. Ich dachte, da gäbe es eine Blume. Cool. Ah, danke, Pucci. Das ist echt nett von dir. Sind das Herzen? Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich doch auch, Pucci. Oh, verdammt. Eine Zeitaktion. Und ich habe gerade jetzt nichts zum... Warte, was? Kitzel, kitzel. Verdammt, hier gibt es eine Blume bestimmt. Und ich kann nichts machen. Und hier muss man wahrscheinlich dann kurz warten oder so. Ach, kacke, wir müssen das Level nochmal neu machen, weil ich keinen Shy Guy habe. Es gab ja früher diese, in Yoshi's Island gab es solche Karten, die konnte man nach einem Bonus-Level bekommen. Da kannst du zum Beispiel einsetzen und dann kriegst du das und das Item für wenig, oh, verdammt. Okay, habe ich die Herzen, ne? Okay, einfach ins Ziel. Einfach ins Ziel. So, dann werde ich jetzt euch noch mal kurz das Ende zeigen des Levels. Also ich schneide noch mal kurz, bis ich am Ende des Levels bin. Mit einem Shy Guy oder halt mit einem Ei auf jeden Fall. Ja, ansonsten ist das Level ganz cool gewesen. Wirklich ziemlich cool. Fand ich jetzt so blöd, dass da zu wenig Shy Guys im Level waren. Ja. So we're back again and about time to. Okay, schnell, schnell. Komm, 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 komm. Ich hoffe, das war es jetzt auch wert. Boah, letzte Sekunde. Habt ihr das gesehen, Leute? Es war allerletzte Sekunde. Aufpassen, aufpassen. Nicht ins Ziel, nicht ins Ziel. Pucci, Pucci, gib mir die Blume. Oh Gott. Wäre jetzt einfach ein Ziel gerast, hätte ich die Blume nicht bekommen, glaube ich. Krass. Aber jetzt haben wir sie, oder? Hätten wir die bekommen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Falls ihr es ausprobiert habt. Ich habe jetzt keine Lust, das auszuprobieren, denn ich will jetzt sehr, sehr viel aufnehmen. Und da will ich natürlich nicht so wenig Zeit verschwenden wie möglich, natürlich. Natürlich, natürlich, ne? So, was wir jetzt aber vorhaben, ist, das letzte Level dieser Welt zu spielen. Welches ist? Werden wir gleich sehen. Ups. Wir wollen nämlich... Nein. Wir wollen nämlich unser Kostüm noch anziehen. Was ziehen wir denn mal an? Wir ziehen mal den Oktopus an. Warum nicht? Keine Ahnung. Irgendwas. Passt schon. Windwärtsweg. Geil. Sieht aber echt tatsächlich ganz cool aus so. Vielleicht sehen wir diese Winguls wieder. Das ist doch cool. Yay. Hui, hui, hui. I am very excited. Yahoo. Yoshi. Bin ein Oktopus. Oh, wie süß. Guckt euch die an. Da habt ihr es gesehen. Wenn das nicht cool war, dann weiß ich auch nicht. So. Wir kriegen die normalen Musik. So, auf den Winguls können wir natürlich draufstehen, aber nicht für immer. Denn wenn wir auf die draufstehen, dann wollen die nämlich nach unten sinken. Wer würde das denn nicht wollen? So, von hier kommen die alle und die können mir anscheinend auch wehtun. Das habe ich ganz vergessen. Aber der tut mir nicht weh. Nee, nee, ich bin Oktopus. Der wird mir nicht wehtun. Hallo? Tsch, als ob der dem Oktopus wehtun. Oh Gott. Ja, okay, macht er. Ja, okay. Zack. Ups. Zack. Was kommt? Okay, ich dachte, da fliegt jetzt irgendwas runter und ich muss es jetzt schnell noch einsammeln, bevor das irgendwie für immer weg ist. Das wäre kacke gewesen. Aber ich hatte Glück. Aber die kann man nicht essen, ne? Doch, die kann man essen. Ah, guck mal hier, die Babyform von denen. Jetzt nehmen wir sie auch mal.
war mir nicht sicher, ob es die jetzt in diesem Spiel gibt oder nicht. Aber ja, sie gibt es. Wir können die ganzen Wolken abschießen, warum auch immer. Merken wir uns mal für später. Vielleicht. Oh, okay, das war jetzt komplett Zufall. Oh Gott, ich dachte gerade, da fliegt in den Abgrund. Nein, die Münze aber. Oh Gott, wenn die in dem Abgrund, dann hätten wir keine Chance mehr 100% in diesem Level gehabt. So, zack. Und ich glaube, wir haben alles hier. Okay. Und nach 10.000 Jahren kriegen wir wieder so eine Box. Und wir kriegen alle 20. Komm, da gab es da nicht mal 50 für? Oh Gott, oh Gott. Nach oben bitte. Aber auch nicht so. Okay, gut. Ich glaube, da unten sind die Red Coins. Yep. Aber ich bin hier in Gefahr. Ich weiß nicht, warum ich sowas mache hier. Aber hat geklappt im Endeffekt. Und ich habe... Oh mein Gott, wie viele Blumen gibt es bitte? Ah doch, wenn man auf den stehen bleibt, dann fliegen die nach oben. Also sind die so wie die Beatles in Mario. Also Super Mario Bros. U Deluxe XD. Naja. Ich weiß, wie das Spiel heißt. Ich bin nicht blöd. Ja. Let's go. Alle Münzen einsammeln. Oh nein, nein, nein. Ich hab's verkackt, oder? Ja. Nee, hab ich nicht. Oh mein Gott, wir haben nichts verpasst. Oh Gott, ich dachte, ich hätte richtig reingeschissen. Nein, hab ich noch nicht. Gut. Nice, wir haben die Hälfte von allem. Und da unten ist auch nochmal ein Geschenk. Das habe ich gesehen. Ich bin Geschenkeentdecker, Leute. Man kennt mich. Oder so. 5 Herzen? Ja, war es dumm irgendwie. Ein Checkpoint hätte ich jetzt lieber. Da heilt mich nämlich. Und ich dachte, ich krieg die alle auf einmal, aber habe ich halt keinen, oh Gott, kein Outfit. Bitte lass mich in Ruhe. Danke. Der ist halt ja echt lieb. Kein Spatzen. Spatzenieren. Zack. Oh Gott. Echte. Hä? Es gibt keine echte. Ach, da oben. Seit wann ist die denn da? Die habe ich aber vorhin nicht gesehen. Ist sie erst noch einmal abschießen gekommen? Oder habe ich sie wirklich nicht gesehen? War ich wirklich so blind? Ich habe sie halt gerade wirklich nicht entdeckt dort. Nein! Okay, darf ich nicht killen, darf ich nicht killen. Essen. Oh, gut. Oh, okay, ja, der Herzen brauche ich aber gerade nicht. Die sind gerade eher nicht so gut für mich. Die brauche ich gerade nämlich wirklich nicht. Nice. Okay, ich dachte mir schon, hier oben gibt's was. Warum sonst sollten die da so viel hinpacken? Okay. Weil hier gibt es ja direkt eh wieder so ein Yoshi-Ei-Block. Was auch mal, wie auch immer die heißen. Mir egal, lasst mich. Nach unten. Ich muss nach unten, Jungs. Ja, genau. Nach unten. Doch, die fliegen manchmal so leicht nach unten. Okay, ich muss einen waghalsigen Sprung wagen, der sich... gut getan hat. Was sich nicht gut getan hat, sind meine Leben. Die sind nämlich jetzt drastisch gesunken. Was ich echt nicht befürworten kann. Oh Gott. Wie bitte? Sehe ich aus, als hätte ich genug Eier? Okay. Wir müssen das selber so oder so nochmal neu machen. Okay, die Passage dort links. Uff, Leute. Uff. Die ist schwer. Okay. Okay, wir wissen ja, wo es ist. Irgendwo bei einem Checkpoint ungefähr. Ne? So, was fehlt uns denn alles noch? 3 Red Coins. Die Blumen haben wir gerade verpasst haben. Noch 2 weitere Blumen gibt es. Die wir noch nicht verpasst haben oder so. Okay, schauen wir's. Yes. Zack. Komm, das müssen noch Red Coins sein. Komm schon. Nein? Keine? Uff. Die Kamera können wir nicht nach unten. Ne, egal. Ich glaube, unten ist nichts. Oh, verdammt! Ich hatte gerade voll Herzen, echt? Oh, verdammt, jetzt habe ich sie nicht mehr. Nein. Oh Gott, ist das ärgerlich hier alles. Was ist denn das hier? Also, das Level ist cool. So will ich es nicht sagen, aber... Das Level ist halt wirklich cool, aber... wie ich mich hier anstelle, ist nicht cool. Was mache ich? Hä? Wieso habe ich das gemacht? Und wieso mache ich die Dinge, die ich gerade tue? Was passiert hier mit mir? Und ich habe verkackt, oder? Ja, noch weiter zurück vielleicht. Ach, ich bin doch dumm. Ich hätte die essen können.
Aber ich glaube, selbst dann wäre ich zu aufgeregt gewesen. Hätte ich es trotzdem nicht geschafft, glaube ich. Egal. So, hier war irgendwo noch so ein Flatter, den ich aktivieren wollte. Oder? Nee, da habe ich aktiviert. Aber ich habe die Blumen nicht eingesammelt. Okay. Was? Wir haben 2 verpasst. Oh mein Gott. Oh, irgendwas verpasst. Oh Gott, nein. Aber ist das Ende? Ist das Ende? Ich rieche es. Ich rieche es. Ziel, Ziel, Ziel. Jahu! Juhu! Wenn das nicht nice ist, dann weiß ich auch nicht. Okay. Wir müssen ein Kostüm anziehen, damit wir die Leben behalten. Und 2 Blumen. Also die eine weiß ich natürlich, die wissen wir alle, aber die andere? Hä? Hey? Okay, da muss ich mal gucken. Da muss ich echt mal gucken. So, wir haben die Welt theoretisch schon geschafft. Wir können jetzt weiterziehen. Und wir haben wieder die Wahl nach oben und nach unten. Und ich sehe gerade, wir können hier kurz noch ein paar Kostüme holen. Das machen wir doch erstmal. Ich habe nämlich Bock auf Kostüme. Kostüme sind cool, die lieben wir alle. Einmal kostenlos. Nice, nice, nice. Welches werden wir bekommen? Wir gucken mal, was wir hier bekommen haben. Du, 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 du. Wir bekommen ein goldenes UFO. Wie geil. Wir werden es also mit Aliens zu tun haben. Okay, interesting, interesting. Du, 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 take my money. Oh, wir haben sogar direkt das Goldene bekommen. Cool, 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 cool. Lululululu. Okay, was gibt es hier außer dem goldenen UFO? Das Lava-Bottich. Nice. Apfelsafttüte. Einen Bodenbirdie. Nice. Ein Bodenbirdie-Nest. Cool, cool. Ein Sodaflaschendeckel. Krass. Ein Flugzeug. Ja, Mann, wie cool. Ein Riesenfeuerblark. Nice. Ein normales UFO. Okay, hätte ich erwartet. Und ein Riesenwasserblark. Haben wir überhaupt einen Wasserblark gesehen? Ich glaube, wir haben nur einen normalen Feuerblark gesehen und keinen Wasserblark. Also, welche davon sind denn normal? Wer kam denn vorher? Der Wasserblag oder der Feuerblag? Ich glaube, der Feuerblag, oder? Nee, ich glaube, der Wasserblag. Ach, keine Ahnung. So, welches wollen wir denn noch für die Rest der Folge anziehen? Wir werden nämlich heute noch ein Rückwärtslevel machen, glaube ich. Ich glaube, dafür reicht die Zeit sogar noch. Deshalb machen wir das, sag ich mal. Komm, wir nehmen, den Riesenfeuerblag, würde ich sagen. Vollständig haben wir somit das hier auch mal geschafft. Yeah, und ihr habt's gehört, ihr habt's richtig gehört, ihr habt super total cool gehört. Wir werden noch ein Rückwärtslevel machen. Und in der nächsten Folge geht's dann schon ab in die nächste Welt. Welche wird's denn sein? Oben oder unten? Habt ihr die richtig zugehört? Wir werden's ja sehen. Auf ein neues würde ich da einfach mal sagen. 1, 2. Verdammt. Was? Nein! Oh Gott, was? Das ist ja echt richtig schwer. Das ist ja Hammer. Was? Ey, das Timing ist aber echt richtig hammerschwer, finde ich. Oder was meint ihr? Was war das denn jetzt? Oh, okay. Und das ist cool eigentlich hier. Okay, ich bin ja einfach durchgerusht, weil ich abgefuckt war von der einen Blume. Ich meine genervt, nicht abgeäfft. Ich sag ja hier sowas nicht, ne? So, ich glaube, man muss diese Passage wirklich in einem komplett durch ohne Fehler schaffen. Deshalb stellen wir uns auf diesem hier hin und let's go. 1, 2, 3. Nein! Nein! So, Leute, ich habe jetzt einfach eine neue Taktik. Was ich mache, ist einfach von hier hinten das versuchen, weil dann habe ich eine bessere Chance, die hier hinten zu bekommen. Der letzte ist aber schwer, weil... Oh, ich habe ihn einfach aus Glück getroffen. Eigentlich kann ich euch da nur empfehlen, wow, einfach auf den anderen Birdie zu springen, auf einen anderen Flugbirdie und dann von dort noch ganz schnell den zu treffen. Das kann ich euch nur empfehlen. Aber jetzt haben wir alles und dann sehen wir uns gleich auf der Overworld wieder. So, damit haben wir die Welt dann auch komplett durch.
Wir werden jetzt nur noch die Rückwärtslevel machen. Angefangen will ich aber mit diesem hier. Ich glaube, wir machen einfach diese beiden noch in dieser Folge. Ich denke, das passt. Das machen wir einfach so. Oder warte. Wegen meinem Kostüm meine ich halt. Oder warte, ich kann ja einfach eben das Flugkostüm reintun und noch das andere. Das passt doch. Dann machen wir was doch in der richtigen Reihenfolge und dann sieht das doch wieder gut aus hier. Ist sogar 4 anstatt 3. Ist doch cool. 4 Minuten haben wir Zeit. Aber ist auch verständlich. Ist ja ein Scrolling-Level, dass sie da eine Minute mehr Zeit geben. Ist verständlich, denke ich. So, ja. Also, let's go. Auf gut Glück, dass wir das hier im ersten Versuch schaffen. Damit wir gleich noch Zeit haben. Auf. Ihr wisst alle, was ich meine. Auf das Lava-Level. Let's go. Und konzentrieren. Ich höre den ersten schon. Er ist auch hier. Oh mein Gott, die sind alle drei da. Auf einem UFO? Das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. UFO. Ein Ei, ein Ei. Oh mein Gott, nein. Ja. Okay, wir müssen ja Eier sammeln anscheinend. Das finde ich eigentlich ganz cool, die Idee so. Aber ich kann auch einfach so machen. Ah, okay. Hab mich treffen lassen, aber theoretisch klappt das so. Ja, theoretisch klappt das. Aber man muss halt aufpassen und... Okay, oh mein Gott, ich habe ihn noch bekommen, Leute. Ich habe ihn einfach noch bekommen. Yahoo! Und ich glaube, ich steuere lieber mit mir selber, statt mit dem Flugzeug. Ich muss aber nicht hören, wo die sind. Wir wollen ja nichts verlieren. Also Zeit muss mir eigentlich keine Sorgen machen, denke ich mal. Hier kann ich mir jetzt einen vorstellen. Ein Raumschiff! Oh Gott. Na, war klar. Verdammt, sorry, guys. Ich hab's getroffen. Was hat's getan? Hier ist noch eins. Hab's getroffen. Ich höre noch eins. Oder nee, sind wir. Dieses Jum. Meine ich halt gerade. Ah, da sind noch welche. Jetzt schießen wir hier, UFOs ab. Da ist doch der eine. Hä, ich kann nicht abtreffen. Wieso nicht? Doch jetzt. Ah, das hat mehrere Leben gehabt anscheinend oder so. Keine Ahnung. Okay. Uns fehlt nur noch einer. Okay, okay, okay. Dann werden wir jetzt aber unendlich Eier. Von da passt. Nur der erste behalten wir nicht, ne? Aber durch den ersten haben wir jetzt, oder dank die beiden haben wir jetzt unendlich Eier. Die können wir so oft werfen, wie wir wollen. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh Gott. Nach oben, aber nicht zu weit nach oben. Oh Gott, ich bin fast reingesprungen. Hier im Hintergrund sind noch voll viele. Können wir sie alle abtreffen? Ich bin aber besser geworden im Aim. In diesem Spiel, finde ich. Oder was meint ihr? Ich denke schon. Oh Gott. Nach oben, bitte. Immer mittig, würde ich sagen. Ungefähr so. Ja, okay, ist ein wenig weiter unten, aber... Ja, doch, so, so. Hier, mittig, mittig. Ja, ja, so passt. Oh, da kommen wir auch so gut durch. Können wir so die Gelunden kaputt schlagen. Leben. Und ich höre ihn, ich höre ihn. Nice. Bam. Auf ihn, wir haben ihn. Und ich hätte sogar das UFO besser gepasst. Dann weiß ich es fürs nächste Mal. Und wir machen es einfach in der nächsten Folge, wo wir die Quests machen. Da ziehe ich dann das UFO an. Das mache ich so. Ja, das mache ich so. Habe ich jetzt einfach so spontan entschieden. Gleich das Blag und danach in der nächsten Folge UFO. In der nächsten Folge werden wir auch die nächste Welt sehen, Leute. Ach, deshalb ist die Zeit so, weil hier kann man ein wenig Kacke machen. Okay, okay, aber ich bin natürlich super, wie ihr alle wissen. Ja, bin ich nicht, aber egal. Ja. Wie auch immer, wir sind durch! Mit diesem Level. Da, 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 du, du, da, da, di, di, du, da, da, du. Yahoo, Yoshi! So, und ich nehme jetzt einfach noch die Zeit, das nächste Level rückwärts zu machen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen, oder? Egal, ich könnte die Folge kürzer machen, aber muss er nicht. Warum? Brauche ich ja nicht machen, wenn ich darauf keine Lust habe. Ich mach die Folgen so lang, wie ich Bock hab. Da könnt ihr nichts entscheiden. So, 3 Minuten haben wir jetzt Zeit bei Schnuffels Magmarathon. Also Magma. Marathon, ne? Mag-Marathon. Ha, versteht ihr? Versteht ihr? Ja, versteht ihr da, glaube ich. Okay. Oh Gott. Okay. Yoshi! Hoffentlich ist nicht so schwer.
Bei so einem Level kann ich mir schon vorstellen, dass die schwer sind. Obwohl. Wo sollen die denn versteckt sein? Ich höre den ersten, der ist hier easy peasy, ganz unversteckt. Also das ist echt einfach hier. Okay. Also wirklich einfach halt. Ich meine das ernst, wenn ich sage, es ist echt einfach. Ey, Bro, was geht? Yo, Bro. Okay, zum Glück schreckt er nur auf, erst auf, wenn wir an ihm vorbei sind. Wo ist denn der Herz? Der Pucci-Pup, der kleine Pup, den sammeln wir ein, wenn wir ihn finden. Ich weiß nur nicht genau, wo er jetzt ist. Nein, das ist ein Dino. Cool, vielleicht müssen wir den gleich einsammeln. Oder halt in der nächsten Folge. Werden wir ja sehen. Ich denke mal schon. Und ich höre ihn, der ist da unten. Wir wissen ja alle, wie wir da runterkommen. Denn Pucci kommt jetzt. Oh Gott, wir müssen so viel Backtracking machen, merke ich gerade. Hä, Pucci? Verdammt. Ich weiß es gar nicht, müssen wir? Oder ist er der... Oder können wir noch anders runter? Warte, wo ist er? Hier. Warte, wir können auch so runter. Doch, doch, das geht auch so. Na komm. Kommt er? Okay, das können wir nicht machen. Verdammt. Wo ist er denn jetzt? Kann ich nicht so eine Combo machen? Yes! Oh mein Gott. Cool, cool, cool. Haben aber so viel Zeit damit verloren. Wir haben nur 3 Minuten insgesamt und eine Minute jetzt nur noch. Verdammt. Komm, bitte sag mal, wir schaffen es noch in der Folge. Hier lang. Oh Gott, die Zeit geht uns aus. Nein. Was bringt eigentlich die Checkpoints in so einem Level? Mit Zeit. Wo ist der Kleine? Ich höre ihn. Hier unten, oder? War doch klar. Okay. Halbe Minute. Oh mein Gott. Bitte sag mir, das Level ist hier zu Ende. Ist wieder Anfang des Levels? Ich glaube schon, oder? Yes, 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 yes! Yahoo! Da, 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 da. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nice. Wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, dann lasst doch gerne mal einen Like da. Ist das nicht cool? Und, abonniert.